Ach stimmt, genau, da ist doch einer damit abgehauen, oder? Ja. Und den jetzt erstmal finden. Ich glaube, den hast du sogar schon, ja. Nee, doch nicht. Das war nur Geld. Das war nur Geld. Ich hab schon letztens schon Geld. Manchmal geht das nämlich schnell. Hat man einmal den richtigen Gericht und dann... Oh, nix drin. So, jetzt kann ich erstmal suchen. Weil die Schlüsselkarte verschwindet ja nicht. Da war nur JJ. Einfach immer den Geräusch nach. Ach, wieso? Ich wollte jetzt nicht die Brandgranate aufnehmen. Okay, es ist still. Ich habe alle gekillt und jetzt muss ich nur die Schlüsselkarte suchen. Ja. Also, wo ist die? Vielleicht nochmal ganz raufschauen. Die muss irgendwo liegen, den hast du garantiert schon gekillt. Naja, sonst... Sonst kämen sie noch. Ja, und die Musik wäre sonst noch an. Ja. Die Karte liegt jetzt irgendwo. Nur wo? Das ist eine gute Frage, ja. Die liegt jetzt irgendwo und verschwindet irgendwann wie ein ganz normaler Gegenstand. Genau. Dann kannst du immer weiter. Wie die Nadel im Heuhaufen. Und ich bin schon bestimmt dran vorbeigerannt. Weil hier liegt ja auch nichts. Nee. Eigentlich ist die Karte relativ auffällig, wenn sie am Boden liegt. Kann doch nicht sein. Wo ist die? Himmelarsch! Ja. Geht ja nicht. Ich brauche die Schlüsselkarte, die ich nicht habe. Tu dir die Leiter nochmal hochklettern. Wollte ich gerade. Ist am schlauesten, glaube ich. Die wird garantiert dann irgendwo oben liegen. In dem zweiten. Das wollte ich nicht. In dem zweiten und im Erdgeschoss nicht liegt, dann wird die wahrscheinlich oben liegen, denke ich mal. Ah, ich hab sie gesehen, siehst du. Da unten, ja. Ich glaube nicht, das ist sogar ganz sicher. Jeder normale Gegenstand wäre schon längst weg. Also ganz runter. Sah für mich zumindest so aus. Ja, ist die Karte. Sicherheitssystem, Schlüsselkarte. Ja, die erstmal finden. Das hat ein bisschen gedauert. Aber praktisch. Gleich in der Nähe. Quatsch. Ganz hoch war es ja. Man muss diese Karte da einführen und dann... Knöpfe drücken. Ja, beide Knöpfe drücken. Ich renne irgendwie immer in den falschen Raum. Genau da. Und jetzt können wir bei den Knöpfen drücken. Genau. Wo ging es gleich wieder runter? Da. Hier war einer. Und der zweite war da drinne. Und es geht weiter. Hurra. Ja, hurra. Ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal etwas, oder? Geht so mal nicht weiter, hm? Händler. Nein, kein Händler. Hardcore Shit, hey. Ja. Hab ich auch mal ein bisschen Verwendung für die Handgranaten. Deswegen.
Und wieder ein Checkpoint. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. So, Ada hat Sattler erfolgreich aufgehalten. Und Ashley ist wieder dabei. Ja, juhu. Das heißt, ich gehe zur Striker. Da ist was zum Lesen. Ja. Händler. Das sah man am blauen Feuer sogar schon. Mhm. Welcome. Ich glaube nicht mehr, dass du so viel hast. Nee. What are you selling? Ach, genau. Is that all? Brauch ich nicht. Thank you. Ja, die brauchst du auch nicht. Ah. Thank you. Und 6 erste Spice Rolls verkaufen. Genau. Tune möchte jetzt eigentlich gerade nix. Ah, ich glaube auch nicht, dass du halt unbedingt brauchst noch. Nö, das reicht eigentlich. Ist rausgeschmissen, das Geld, glaube ich, heute jetzt noch. Rot, toll. Grün. Jetzt hast du wieder ein bisschen Platz wieder. Aber gerade so ein bisschen. So. Louis Notiz 5. Vom Beginn der Forschungen an haben wir nach einer Methode zur sicheren und praktikablen Beseitigung der Plagers gesucht. Ironischerweise hat sich herausgestellt, dass es bei dieser Forschung nicht um die Beseitigung der Plagers aus dem infizierten Körper ging, sondern darum, eine Methode zu entwickeln, die das Entfernen verhindert. Schließlich fanden wir heraus, dass die Plagers entfernt werden können, wenn man sie bestimmter Bestrahlung aussetzt. Der einzige Nachteil dieser Methode ist, dass sie sehr schmerzhaft ist. Da die Plagers sich an die Nerven haften, besteht das Risiko, dass das Bewusstsein des Wirts dadurch beeinträchtigt wird. Ein weiterer erwähnenswerter Fakt ist, dass die Prozedur den Wirt töten kann, wenn die Plagers adultes Stadium erreicht haben. Wenn man sich die Alternative überlegt, ist das aber vielleicht gar nicht so schlimm. Naja, Risiko eingehen oder Kontrolle über den Körper verlieren. Ich würde Risiko eingehen. Ja. Im schlimmsten Fall kannst du sterben, aber dann das ist dann besser, immer noch besser, als wenn du die Kontrolle verlierst. Mhm. Ich hab gewusst, da kommen solche noch. Au. Der war ein bisschen schnell. Ja, ein bisschen schnell. Und er ist tot. So schnell wie er rankam, ist er gestorben. Ich glaube, ich lasse Ashley wieder da hinten. Ist vielleicht besser, denke ich mal. Für die erste Zeit. War mal ganz weit hinten. Okay, Striker Time. Hä, wo wollt der hinschlagen? Da bin ich nicht gewesen. Nicht so weit gleich.
Gut, schauen wir auf die Map. Okay, ich muss... Ah, nee, da lang. Sie können Ashley nicht zurücklassen. Schade. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Ende von Kapitel 5.4. Nun das letzte Kapitel. Wir haben es fast geschafft. Ja. Das ist auch ein bisschen traurig jetzt. Bestimmt. Ja. Uff, Gott sei Dank, der Parasit ist entfernt. Ich bleib auch bei meiner Striker erstmal. Bin mir nicht mehr sicher, ob hier Gegner kommen. Gelbes Kraut, Gewehrmunition. Unsere Aufgabe. Die Macht der USA ist auf drei Gebiete verteilt. Das Justizministerium, die Verwaltungsorgane und das Militär. Um an diese Macht zu gelangen, müssen wir Los Illuminados zuerst die Ratgeber des Präsidenten beeinflussen. Sollten die USA hinter unseren Plan kommen, wäre der Schaden gering. Wir wären noch immer in der Lage, das Land wie geplant zu vernichten. Wir machen uns die Internationalität ihrer Macht zunutze und unterwerfen die ganze Welt. Falls unser Plan doch nicht so reibungslos läuft, wie erwartet, kommt Plan B zum Einsatz. Wir infiltrieren die USA mit unseren infizierten Leuten. Angst und Chaos werden sich wie ein Virus verbreiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land seine Stabilität verliert. Und wenn es am schwächsten ist, werden wir aktiv. In beiden Fällen kann uns niemand davon abhalten, die Welt zu beherrschen. Das sind sehr kranke Pläne. Ja, das... Wir haben sich schon vorgenommen. Aha. Ach, da ist ja wieder ein Händler. Ich weiß nicht, ich glaube, die Granaten brauche ich jetzt gar nicht mehr. Oder sagst du? Ne, die Granaten, die brauchst du nicht mehr. Das schaffst du, die noch so behalten. Eigentlich dann mehr Geld. Ja. Ja, und den Rest behalte ich. Hat er vielleicht zufällig an Erste-Hilfe-Spray, auch wenn ich wahrscheinlich keins bräuchte? Wie ich weiß, nur wenn du kein Erste-Hilfe-Spray selber hast, hat er eins. Ich weiß, ich habe gerade gespeichert. Egal. Ja, da muss ich runter. Oh, warte. Kisten. Wait. Brandgranate. Händler, ich brauch dich nochmal. Ich will die Handgranate nicht. Das wäre am besten gewesen, wenn eine andere Handgranate drin gewesen wäre. Mhm. Lade ich schnell nach, auch wenn ich eh gerade genug Platz habe. Ach, weißt du was, ich bleib bei der TP gerade mal. Follow me.